Den haben wir noch nicht mal, den haben wir in das Dingens gepackt. Egal, wir holen gerade Harz. Wo war das? Gute Frage, ne? Ob hier noch Harz ist und wenn nicht, dann müssen wir gerade noch welche suchen gehen. Das sieht gerade schlecht aus. Ein Panel haben wir auch nicht gebaut. Was brauchte man dafür? Ach klar, Kupfer und Glas, ne, oder? Ja, da brauchte man Kupfer für und Glas. Ja. Haben wir jetzt nicht hier. Laterit. Warte mal, das Laterit kannst du hier in den Ofen stecken. Das können wir brennen. Warte mal. Ich weiß es nicht mehr. Da hatte ich mal irgendwann gesagt 90 Grad, ne? Aber wo war das mit den 90 Grad? Bei dieser Station. Ist hier eine Station? Ne, hier ist keine Station. Hier lang, ja, das könnte sein. Und dann 90 Grad nach rechts und da war das Harz. Kann das sein? Ja, da ist es. Genau so ist es. Haben wir gefunden. Wo ist es denn? Okay, wir müssen zurück wegen Sauerstoffmangel. So, hier lang. Hier 90 Grad noch da. Da hinten ist unsere Pipeline. Gut. Aber wir haben jetzt nur ein Harz und der eine ist angefangen. Das heißt, es reicht noch nicht. Dann müssen wir nochmal zurück. Jetzt haben wir zwei erst. Ich hätte gerne vier wenigstens. Da ist noch was. Da ist jetzt kein Harz. Da ist noch Harz. Da muss irgendwo noch Harz sein. Ne, nicht mehr. Da sagt, da ist kein Harz mehr. Drei haben wir, einen noch. So, was denn jetzt hier, bitte schön? Zeigt mir hier noch einen an. Das war ein Eisbrocken. Okay, jetzt ist hier auch keiner mehr angezeigt. Na super. Hier oben ist immer noch einiges. Ja, vielleicht hätten wir nur da oben nehmen sollen, wäre einfacher gewesen wahrscheinlich. Okay, das heißt, wir können nichts mehr nehmen. Das heißt, einen haben wir noch so. Hier war irgendwo ein Loch, da muss ich aufpassen. Und hier müssen wir nach links. So, dann sind wir oben. Und wo müssen wir jetzt lang? Gute Frage, ne? Hier ist eine dicke, fette Forschungsbohre. Müssen wir hier lang? Ne, ich glaube nicht. Ach, guck mal, was hier ist. Hier ist auch Harz. Gut, das heißt, wir müssen hier nicht lang, sondern müssen da lang. Wohl da lang. Und hier oben sind wir von bestimmt dran vorbeigelaufen, ist auch Harz. Hier sogar auch noch Gemisch. Ich glaube, wir laufen mal gerade hier lang. Da ist die Rakete. Komme ich hier irgendwo heile runter? Ich glaube nicht, ne?
bestätigen wir erstmal 100. Wir haben 1920. Okay, so viel Geld haben wir nicht. Abbrechen. Ach. Was haben wir denn noch so, was wir dem geben könnten? Das war Sanitätskasten, wir haben Erste-Hilfe-Set, aber kein Sanitätskasten, ne? Was ist hier unten noch? Doch, da unten ist noch Sanitätskasten, okay. Dann lass den weg. Den lass auch weg. Jetzt könnten wir handeln. Putschmittel. Tu die mal weg und nimm mal die wieder rein. Und da kriegen wir alle mit? Nein. Reuter 30. So, das würde gehen. Dann akzeptieren wir das jetzt. Trupp kann zurückkommen, wir gehen wieder in die Lok. Dann können wir erstmal weiterlaufen lassen. So, die drei machen das, weil die anderen sind verletzt. In Arbeit steht er. Okay, ach, jetzt läuft hier auch die Uhrzeit, jetzt sehe ich es. Okay, das ist ja schon mal etwas. Jetzt ist der zwar fertig, aber hier steht immer noch 0 von 5. Vollständig repariert. Wohnbereich. Kann ich denn hier auch was anderes rausmachen aus dem Zug? Ach, hier. Lass uns da wieder welche nehmen. So, die sollen das erstmal wieder machen. Und diesen. Ja, lass erstmal so laufen. Ich glaube, wir machen erstmal das Ofen, den Ofen erstmal an. Geht es gar nicht, oder? Kein Metall. Okay, das was rot ist, haben wir wohl nicht. Da geht auch nichts. Gut, das heißt, wir sind hier erstmal durch. Wer ist denn hier ein Lokführer? Hier ist ein Lokführer. Ja, wen nehme ich denn da jetzt? Ist halt so. Wir haben jetzt auch keinen Dingenswagen oder sowas, ne? Gut, machen wir jetzt hier einen Cut.
schaut das nächste Video und geht auch in das nächste Projekt mit rein. Bis dann. Nasses Fell haben wir jetzt schon mal 15 von 28. Müssen wir vielleicht noch eine Dusche annehmen? Ah, warte, die Dusche wird ja gebaut, ne? Aber Kartoffeln wird gekommen und Kastanien haben wir nicht. Gegrillte Gelbteichrose wird kommen. Rohrkolbencracker, weiß ich nicht, ob wir die unten auch angepflanzt haben, könnte sein. Dachterrasse haben wir gar nicht, okay. Dachterrasse ist bestimmt total einfach hier zu machen, oder? Wenn wir wissen, wo sie hier wäre. Hohes Wohlbefinden. Da. Da ist die Dachterrasse. Hauen wir mal zwei Dachterrassen hin, oder? Und dann legen wir hier noch einen Weg an zu den Dachterrassen. Mal schauen. Die Dürre wird näher rücken. Wir werden sehen. Aber Angst, also Essen. Oh, hier ist gar nichts drin. So Blumenkerne haben wir gerade nicht. Da haben wir 200 Karotten und da haben wir nochmal 200 Beeren. Also das reicht ja erstmal. Und hier müssen sie noch bauen, ne? Vielleicht sollten wir die Prägung mal höher setzen. Hier ist das böse Wasser, das haben wir aber schon ausgeschlossen. Es geht hier schon mal nicht mehr über unser Wehr. Das ist schon mal sehr gut. Und hier haben wir auch noch was angestaut. Da müsste man überlegen, dass man hier nochmal eine Pumpe hinsetzt dann, ne? Für das nächste Mal. Ist so weit vom Distrikt entfernt, auch schön, ne? Da wäre der Eingang blockiert. Ach guck mal, da kann er gar nicht langlaufen, weil da fehlt es am Weg. Wissenschaft, ja. Dann müssen wir das, wie viel haben wir denn an Punkten hier so? 382. Vielleicht sollte man die Sternwarte mal, 8000 brauchen wir dafür. Da müssen wir noch einige sammeln dann. Oh, hier haben wir vergessen, Wasser einzugeben. Dann haben wir hier doch keinen gebaut, oder? Ach, hier sind sie. Warte, Wasser. Und Wasser. Und machen wir Prio höher. Und hier auch schnell Wasser einmachen. Dann kann der da auch Wasser einmachen. Wenn da nämlich einer noch arbeitet, dann kann er da noch Wasser reinmachen. Dann haben wir noch ein bisschen mehr, ne? Ja, da ist es schon gerade gekommen. Wunderbar. Funktioniert erstmal. Schön wäre es, wenn diese Teichrosen hier noch funktionieren. Hier hätten wir vielleicht ein anderes Wehr haben müssen, wo wir Wasser regulieren können. Aber ich glaube, das ist ja hier auch nicht höher, ne? Hier ist diese Schrottgeschichte. Die müssen wir auch noch abbauen dann, ne? Die Frage, wo ist der nächste Schrott? Da wahrscheinlich, ne? Ja, sieht danach aus, als ob das das nächste Schrottlager ist. Ah, ne, hier ist auch was, aber das war, glaube ich, schon zu weit, weil hier ja nicht gebaut wird, oder? Obwohl, das könnte jetzt gebaut werden, nachdem wir den Weg hier fertig haben, ne? So könnte das sein, ne? Ja, das sieht knapp danach aus. So, und dann ist aber die Frage, wie kommen wir auf der anderen Seite, wenn rüber? Hier lang. Könnte ich jetzt hier den Weg? Nee, will ich nicht. Ich will schon dahin, das ist schon klar, aber irgendwie anders. Okay, die Dürre ist da. Naja, das wird nicht jetzt unser Verderben sein, denke ich mal. 5 Tage werden wir schaffen. Guck mal, hier dreht sich tatsächlich jetzt mal, ach, weil das Windrad da ist. Okay, das heißt, wir kriegen hier auch ein paar Bretter gesägt. Das ist schon mal gut. Jetzt sollten wir die Ressourcen hier wieder gewinnen. Da gibt es noch einen von, den nehmen wir auch noch.
So, die haben wir alle. Einen können wir vielleicht noch fangen, dann sind wir überladen. Na, da sieht es gerade gar nichts, ne? Ach so, den musste ich jetzt drücken. Ah, jetzt habe ich es gesehen, was ich machen musste. Den haben wir jetzt gekriegt. Gut, damit sollten wir eine Drohne entsenden können. Das sieht ganz schön erledigt aus. Ha. Naja, die Mehrstürme haben mich ein bisschen durch die Mangel genommen. Ah, verstehe. Es wird ein bisschen dauern, bis die Drohne repariert ist und gesetzt werden kann. Bitte warte eine Weile. Das sollte jetzt morgen früh erledigt sein. Bis dahin kannst du ja ein Geschäft nachgehen. Belohnung 500 Gold, Sojasauce 5-mal und Salz 5-mal. Wo die Ströme fließen. Tauchlok, Tour 9. Mittwoch 5.10. 21 Grad, 111 Meter war das Beste. Das haben wir heute geschafft. 30 Sachen gefunden. Zeit 11.54. Gefangen haben wir 9 Fische. Gelbbrücken. Physilia ist der 40 cm große Fisch gewesen. Das haben wir alles eingesammelt. Neu ist ein Knochen und dieses Bleierz war auch neu. Gut. Zweimal Seetang. Schwarzes Essig haben wir gefunden und ein paar Fische. Regenbogen, Lippfisch. Salema, Porgi. Gelbbrücken Physilia und Paletten Doktorfisch. Und jetzt hat er noch was mit uns. Schließe den Tag ab und bereite alles vor. Sieh mal an, jemand hat sich auf die Stellenanzeige von Banchos Sushi beworben. Schauen wir mal hinein. Kapitel 1, Spuren des Seevolks. Oh, jetzt sind wir schon dran. Oh, ich hätte nicht so schnell mit einer Bewerbung gerechnet. Mal sehen, wen wir hier haben. Personal. Wir hiring. Anheuern. Das ist ein recht guter Lebenslauf. Wir sollten die Person sofort einstellen. Kochen 14, Service 35, Erwerb 15, Charme 21. Fertigkeiten gesperrt. Okay, Kyoga, Kyoko. Ja, auswählen. Anheuern. Arbeitsvertrag. Ich werde hier schnell Geld verdienen und dann eine Reise machen. Level 1, Kyoko. Fertige Name, Kosten. Wie kostet nichts? Unterschreiben. Einstellung abgeschlossen, Einstellung für Joko abgeschlossen. Level 1. Kochen 14, Service 95. Okay, hatten wir schon. Okay. Alles klar, unser erster Angestellter. Angestellte Person muss zugeteilt werden. Das ist Essbereich und da oben ist Küche. Okay. Personal kann entweder in der Küche oder im Essbereich eingesetzt werden. Ja, die war ja Servicekraft. Ja, wir wollen schneller servieren. Oder was die Einstellung betrifft, eine Zuteilung vom Essbereich wäre am sinnvollsten. Ja, das habe ich schon gesehen. Wartezimmer. Okay. Ich glaube, das wird erst fürs Erste ausreichen, um weiterzumachen. Ich muss es wohl nicht extra erwähnen, aber wenn wir mehr Gäste kommen, wird es ohne zusätzliche Personal schwierig werden. Ja. Neben der Neueinstellung Personalchef musst du auch Training des Personals erledigen. Das wäre erst einmal alles. Banchos Sushi öffnen. So. Was kann ich jetzt hier machen? Ich muss auf jeden Fall Menüs machen. Basismenü, Sushi aus Seegras. Essig und Wasabi. Achso, das ist das, was wir immer haben. So, und das sind die Klamotten, die jetzt neu wären. Hier zum Beispiel haben wir 12 von. Veredeln wir den mal. Ach, geht gar nicht irgendwie. Den haben wir schon ordentlich veredelt, wahrscheinlich, ne? Den könnte man veredeln. Juwelen Fahnenbarsch. Ja, veredeln wir den gerade mal. Wasabi. Gut, veredelt wurde abgeschlossen. Okay. Jetzt können wir den, haben wir den veredelt, können aber nichts machen. Schade. Oder? Doch, können wir wohl einen von anbieten. Machen wir das doch. Das ist wohl lecker. So, dann brauchen wir mal was für die Masse. So, Holz ist jetzt unterwegs. Wir haben allerdings erst zwei. Wie weit ist es denn? Die haben noch abzuholzen und wir brauchen das jetzt alles hierfür wahrscheinlich. Ist es da schon drinne? Nee, das kann ich so sehen. Aber erst achte da. Dann war hier auch noch ein Markt. Wahrscheinlich ist hier das erste Holz hingegangen. Ja, 28 von 51. Okay, das bedeutet, wir werden da noch weiterbauen müssen. Und hier ist natürlich auch nichts drinne. Was fehlt uns denn da?
Oder spielt uns noch was Besonderes? Ich weiß nicht, was das ist. Ja, das muss ich jetzt mal gucken, dass ich das hier. Ach, das hier ist es, ne? Das ist Metall. Metall haben wir natürlich noch nicht. Nicht zugewiesen, Metall. Da müssten wir erstmal Metall finden, ne? Haben wir das auf der Karte? Was war das jetzt hier? Erzvorkommen. Ja, da haben wir Metall. Da müssen wir jetzt definitiv dann gucken, dass wir hier abbauen erst. Arbeiten. Bergwerke, Erzmine. Kann ich die hier bauen dann? Sieht dann so aus, oder? Kann ich das noch expandieren? Ich glaube schon, ne? Dann machen wir das erstmal bis hier hin. Vorkommen 19%, Effizienz 50, Produktion 3 von 4. Wir brauchen dafür Quader und natürlich 20 Holz. Wenn ich das kleiner mache, dann brauche ich nicht so viel, dann brauche ich nur 9. Ich glaube, die Steine sind erstmal nicht so entscheidend. So, Lager. Muss dann da auch noch rein, oder was? Warte, dann machen wir das nochmal anders. Dann bauen wir das hier unten noch ein bisschen größer. Und das Lager kommt dann hierhin, wenn es denn gehen würde. Das mag er so nicht. Und so auch nicht. Wohl nicht so sehr am Rand geeignet. Dann lass uns das nochmal ändern von der Größe her. Machen wir so groß und jetzt das Lager. Aha, interessant. Jetzt drehen wir das nochmal um. Ist das mit Rotieren eigentlich mit R auch getan? Ja. Ach, sehr interessant. So geht es dann wieder nicht. Okay, dann mach das erst so dahin. Und Hilfsmittel. Die geht so. Oh, hier geht sogar ein Hilfsmittel hin und da auch. Dann lass uns nochmal gerade ein Feld hier hin machen. Vielleicht greift es dann. Gut, jetzt habe ich 100% Effizienz. Vorkommen ist nur 19%, aber ist erstmal gut. So, dann haben wir das auch. So, und dann kriegen wir schon mal Erz aus der Mine. Das heißt, danach brauchst du einen Ofen. Erzschmelze, da ist er. Und die gibt es erst später, ne? Kohle brauchst du, dann kannst du aus Erz schmelzen. Ah, die müssen wir wahrscheinlich erforschen dann, ne? Okay, was macht denn erstmal das alles andere hier? Das ist jetzt, da fehlen noch 12 Holz. Aber die sind immer noch am Fällen hier. Wir haben aber schon 34 im Lager. Das ist schon etwas. Und hier, oh, hier ist das Holz jetzt komplett da. Das heißt, das können sie schon aufbauen. Und hier war noch, nee, hier war kein Holz, da war Stein und 34 Stühle. Das wird schwierig, ne? Und Stühle sind natürlich auch hier definitiv. Ja, das wird dauern. Genauso wie hier. Labor ist auch noch im Bau. Da ist das Holz wenigstens da und es fehlt überall noch an Stühlen. Stühle sind schwierig, ne? Hier fehlen noch 220, das Holz ist noch nicht da. Ich weiß nicht, was ich letztens angeklickt hatte. Hier fehlt noch ohne Ende Holz. Hier fehlen nur noch 4 Stühle, dann kann der Markt gebaut werden. Dann sind sie ja schon mal glücklicher, ne? Hier fehlt noch alles. Aber Quader haben wir 132 Steine. Sind natürlich jetzt hier gerade alle ziemlich am Abholzen, ne? Da haben wir viel, aber das Lager ist bald voll. Lagerholz, wo war das? Hier. Können wir denn da noch eine Kiste mehr zufügen?